Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde bei Peng 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 Ich bin hier irgendwo im Lava-Level, wo ich nicht weiß, wo ich bin. Ach ja, ich weiß Bescheid. Die Eisviecher sind ja hier. Aha. Darf ich nicht antätscheln. Oh, Energietank! Geil. Geht gut los, die Folge. Oh, jetzt kommt nicht weiter. Ah, Leel. Aha! Ein Huren-Level. Oh, lol, das ist Energietank. Ein Huren-Level. Ja, nicht lange nach der ersten Aufnahme machen wir die zweite direkt hinterher. Wir halten nicht, das Spiel nicht direkt hinterher, aber. Ja, fast. Ja, wir haben gestern aufgenommen, jetzt sind wir heute nochmal auf. Ich hätte Anstoß dazu gegeben, weil ich da übel Bock drauf hatte. Wir halten das gerade derbst. Ach lol, so. Lol, da ist er. Da ist das fiese SAX. Okay, ich habe jetzt den Energietank, aber ich habe keinen Plan, wie es jetzt hier weitergehen soll. Ob ich mal eine Bombe legen soll, ob dem das auffällt? Oh Leute, Powerbombe gelegt. Ja! Geil! Ich bin doch, habe ich ja erzählt, doch durch dieses Lavabecken gerannt. Ja. Das habe ich auf mich genommen, um einen Energietank zu kriegen. Aber das ist eine Sackgasse. Das heißt, ich damit durchs Lavabecken wieder zurückrennen. Lol. Aber ich habe ja jetzt ja noch mehr Energie und bin wieder voll. Ich müsste es eigentlich schaffen. Oh, halbe Energie, ich lebe noch. Oder, naja, nicht ganz. War der Sand. Und jetzt gehen wir zur Refill Station. Da hat sich das Ganze ja doch noch irgendwie gelohnt. Aua. Ich muss echt sagen, die Steuerung ist doch schon ein bisschen sehr sensibel. Das stimmt, ich muss den Zoom mal etwas leiser machen. So. Bei mir ist der Sound, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen sehr leise. Bei mir war etwas zu laut. Crazy shit. Wow, unglaublich. Tactics. So. Speicherstation. Speichern, ja. Ditto. Hoppla. Wie kannst du es wagen? In einem Let's Play. Guckt so viel Pete's Lied. Das stimmt. Habe ich auch bei deinen Placements gehört. Entschuldigung, warte. Er guckt zu viel Pete's Lied. Piss mich nicht. Auf den ganzen Gravel. Dieser Stinker. Oh, Boss-Tür. Ach ja, der Raum war das. Wo es nicht geht. Oh, es geht doch. Hä? Warum ist eine Boss-Tür vorm Datenraum? Kann ich dir nicht verraten? Das überfragt mich. Das gefällt mir nicht. Geh mal rein. Ich geh rein! LOL! Der hat die Daten gesnackt. Bitch. Ja. So ein fieser Metroid-Ding. Bitch. Oh, scheiße, dann kommt jetzt ein Boss. Oh nein, Wasser. Nein, Zeres. Geh weg. Zeres. Was ist denn hier? Was bist du denn? Was ist das denn? Habe ich mich in der Sackgasse manövriert, weil hier ist eine grüne Tür, die ich nicht öffnen kann. Ah, okay, voll aufgeladener Charge-Spiel. Das hast du noch einen Boss erledigt, oder was? Ich bin gerade bei einem. Es ist doch lächerlich, hier sind überall grüne Türen, ich kann nichts machen. Ach lol. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass hier alle Forschungseinrichtungen übelst morsch sind.
Mann, spring doch mal. Der Tod, der war einfach. Varia Suit, einsatzbereit. Hält extreme Temperaturen stein. Jawohl. Wie sehe ich denn jetzt aus? Warum sieht der Mann das aus mit Anzügen? Boah. Ich sehe aus wie Kotze. Das sieht ja... Ich bin verwirrt. Ich komme in diesem Level einfach nicht voran, ey. Pyro, gib mir gerade den Rest. Pyro. Ja, da musst du ein bisschen echt hin und her laufen. Das ist echt... Ich bin jetzt vor allem überall, wo ich eigentlich hier müsste. Standby einschalten. Nein, danke. Standby. Standby, me. Alles zu. Es ist alles dicht. Ich komme nirgendwo rein. Bomben legen. Ach lol, so wird ein Schuh raus. Ha! Kommt her, ihr geilen Metroids. Jawohl, ich snack euch auf. Verstörend. Leckers, Metroid. X-Dinger. Ich kann sie jetzt... Metroids war in einem anderen Teil. Ja, stimmt. Ich kann sie jetzt essen, denn ich habe den Varia Suit. Komm her. Oh, die greifen mich immer noch an. Ja, viel. Ja, komm nur her. Oh, Eisbonbons. Lecker, lecker. Komm hier. Das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, ein Geheimnis. Hä? Was? Okay, ich bin irgendwo runtergefallen. Okay, krieg ich im Leben nicht so leicht. Oh, doch. Es gibt ja die einen Leute, die hassen die Metro 3, gerade wegen der ganzen Rätsel. Ich habe mich da persönlich auch mal selber drunter gezählt. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt so mittlerweile habe ich da eine ganz andere Verhaltensweise zu. Mittlerweile langweilige Spiele, die mich ein bisschen anspruchsvoll sind und Rätsel mitbringen. Ja. Alter, 55 Missiles! Wohin, bist du shit? Why do I need so much? Ist hier kein Durchgang? Wirklich nicht, na schade. Yee! Nein! Was? Hey, wie gemein! Ah, Secret. Was ist passiert? Wie soll man das denn machen? Da kann man als Ball ja gar nicht drüber. Man fällt ja sofort runter. Hä? Ah, da ist er. Ich bin verwirrt. Ja, ohne Witz, wie soll man das machen? Ich bin hier in so einem Gang mit Röhren und muss mich da als Ball durchschlingeln. Aber das geht nicht, weil da, wo ich hoch kann, sind grüne Türen, die ich noch nicht öffnen kann. Ja, warte, ich weiß genau, wo du bist. Du kannst da unten irgendwo was wegbomben mit als Ball. Wenn du bei den Röhren bist, da unten links, kannst du mal nicht was wegbomben. Ja, ich weiß, ich bin ja schon bei den Röhren. Aber durch die oberste Röhre komme ich jetzt nicht. Ja, du musst... Weil wenn ich da langrollen will, dann falle ich runter. Du musst an die, wie war's denn noch? An die unten links, da musst du hin und da eine Bombe legen. Unten links? Meine wohl. Da hab ich. Stop. Ja, da komme ich aber nur in dem unteren Gang wieder raus. Aber doch nicht so, okay. Völlig bescheuert hier gerade. Ich gehe mal nach unten. Ich wollte gerade sagen, bei Metroid gibt es keinen Fallschaden, oder? Sollten sie einführen, dann spielt das keiner mehr. Wo muss ich denn jetzt lang? Es ist auch nur ein langer Gang, der nur zu grünen Türen führt. Ich verzweifle hier langsam. Wenn ich kann, gucke ich gleich mal, ob ich zu Pyro gehen kann. Und dann gucke ich mal ganz schnell. Ich bin direkt unter der Tür, wo es eigentlich zum Datenraum gehen soll. Ich muss mal über die Map gucken. Wo muss ich denn lang? Ich muss da oben. Ich laufe alle nach unten. Du fucking Bitch.
und dann komplett. Ja, da falle ich wieder runter. Wie geht's? So, das wird schon die ganze Zeit spielen. Und nach ganz links unten mit den Röhren kann ich auch nicht, weil dann lande ich nur wieder in dem Raum unter mir, wo gar nichts ist. Mann! I'm on the way. Alter! Ich muss eben was essen. Nervennahrung. Hier muss ich durch. Yes, yes, yes. Sehr wird es Schuh draus. Und jetzt. Ah ne, jetzt kann ich hier daher rein, oder? Ah ja, die Eisviecher. Kommt nur her. Ist gar nichts? Hier muss es was geben. Ah, Powerbomben, okay. Das habe ich nicht. Ohne Witz, bin ich zu blöd? Kann ich mich mit einer Explosion vielleicht boosten? Nee, geht auch nicht. Verdammtes grünes Sicherheitsschloss! Du Monster! Ich komme, bin auf dem Weg. Ich werde viele Lebensformen wieder rumlaufen. Ey. Oh, ein Regenerationsraum. Der ist mir. 90 Missiles. So muss das laufen. Na, 90? Mhm. Das liegt auch daran, weil ich oft falsch abgebogen bin. Hier was aufmachen. Warum brauche ich denn da nicht? Weil hier gar nichts ist. Hier ist was. Wie viele Energietanks hast du mittlerweile eigentlich? Also neben der 99, wie viele Striche? 6. Damit ich habe nur 5. Aber den letzten habe ich gerade gefunden. Oh, einmal ab. Absaven. Ich bin Mörder verwirrt gerade, ohne I'm on the way. Ich hoffe, ich schaff's. Ich darf da hin. Ah, oh, der Arsch lässt mich nicht durch. Welcher Arsch? Der Computer. Herr! Öffne das Gondelschleusentor. Ja, ich kann nicht mehr eingefroren werden. Juhu. Es ist frustrierend hier. Es tut mir leid, liebe Freunde, dass bei mir gerade nichts zu sehen ist, aber ich habe echt keinen Plan. Lass mal gehen. Aha, die Klappe, wo muss ich jetzt hin? Kamehameha! Eismissiles. Geil. Ach ja, ich muss in Richtung. Ich krieg Eismissiles, cool. Die sind mega geil, die brauchst du auch nachher. Oh, ich glaube, du kommst nachher zu meinem Lieblingsboss. Okay. Mach mich mal auf den Weg. Ich komme bei 3 vorbei. Ich guck mal eben nach. 3 war das doch. Oder? Also ich werde dir jetzt die topografische Karte darstellen. Da drunter, ich bin quasi. Ja, ich bin noch nicht über da. Den lila Raum von diesem ganz langen lila Gang. Okay. Bist du bei 3? Quasi kurz vor dem Datenraum, der das Target ist, wenn du das erste Mal da bist. Sektor 3 ist das, ne? Absolut korrekt. So, fahr ich da mal eben schnell runter und guck mal eben nach. Obwohl, ich kann ja auch selber mal eben gucken, weil da die heißen Temperaturen sind, wo ich nicht weiterkam. Da kann ich ja mal. Da findest du noch einen Energietank irgendwo. Ach ja, du bist ja da durchgerannt. Ja, ich hab das einfach durchgezogen. So, wo bist du? Beschreib mal den. Ich bin in dem Raum mit dem Ball.